So, liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft mit unserem netten Tauchenkrieger. Ja, die beiden Instanzen in den letzten beiden Parts, Ragefire und Deadmines, waren im Zusammenfassen schon eher enttäuschend. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen auch auf jeden Fall eigentlich nochmal in die Deadmines wegen den Quests dort. Die Frage ist, ob ich mich jetzt direkt wieder für den Dungeon anmelde. Wie gesagt, wir sind schon Level 17, das heißt, wir sollten bald schon mal einen Levelstopp reinhauen eigentlich. Eigentlich sollte ich den Levelstopp eventuell schon jetzt reinhauen. Naja, machen wir nochmal eine Instanz und dann werde ich den Levelstopp reinhauen. Okay, hier, guck mal, es sind doch einige schon. Burgschattenfang und HDW. Zufälliger Dungeon. Komm, 14.200 Erfahrungspunkte, das ist so viel. 6 Minuten, okay, warte mal eben kurz. Schauen wir doch mal eben kurz, während ich hier auf den Invite warte. Level, damit ich schon mal in die Richtung kann. Level, Stopp und Gewinner. Wieder das mit dem Tanken funktioniert wenigstens gut. Schlatz. Ah, ich habe ihn schon gefunden. Der müsste hier sein. Tal der Ehre hier. In dem Gebäude. Die Boots hatte ich hier noch nicht an. Was ist denn das hier, Kinder? Hä? Ein DDR. Oh, HDW. HDW, schön, Leute. Dreimal auf Holz geklopft. Sehr schön. HDW ist immer cool. HDW ist eine richtig schöne Instanz. Könnte ein Zweiteiler werden. Seid gegrüßt. So, wie gesagt, die Quests lese ich wieder ganz am Ende vor. Dann haben wir hier am Anfang keinen Zeitverlust. Euch die Winde leiten. Hoffen wir mal, dass der Heiler vergleichsweise was drauf hat. Das ist zu. Ich werde mich jetzt mal wieder ein bisschen. Oh, hier, guck mal. Ich bin außer Reichweite. Sehr schön. Die bin ich jetzt noch ziemlich cool. Ich muss näher. Hunter, bitte Sport aus. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Vergisst es halt ganz leicht. Ja? Also, da macht niemand einen Vorwurf. Ist halt nur ärgerlich. Weil in Bossfights kann das vielleicht jetzt nicht in solchen Dungeons hier, aber später kann das echt mal kritisch werden, wenn irgendwelche Bosse irgendwelche Cleave-Effekte haben. Dann kann das doch mal ganz schnell böse enden. Ich muss auf jeden Fall auch den Heal im Auge behalten. Mal den Namen, das sieht ziemlich bekannt vor. Ich glaube, der täuscht mich. Der hat auch Level gehen. Genau. Aber man sieht insgesamt, gerade was die Dungeons angeht, also das geht schon deutlich langsamer vorwärts als sonst, ne? Also,
Niemand besteht gegen die Schlangenlords. Das muss man schon ganz klar sagen. Gerade mit diesem Scaling, wo man früher noch regelmäßig einfach durchgeklieft ist. Das geht jetzt nicht mehr so easy. Ach hier, der Boss hier. Er hält einfach Ewigkeiten lange aus, ja? Also. Warum kann ich eigentlich nicht unterbrechen? Das fehlt mir irgendwie. Zuschlagen hier im 24. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Augen aufhalten nach dem komischen Kräutergedöns hier. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ja, da wird nämlich jetzt schon fleißig gelootet. Und das ist ja nach wie vor etwas, wo man sich streiten kann, ob hier überhaupt genügend in der Instanz vorhanden ist. Man braucht jedoch auch 5, wir sind 5, also 5 hoch 5. Nicht 5 hoch 5. Das ist zu weit entfernt. 2, also 5 mal 5, 25 brauchen wir. 5 hoch 5, ist lustig. Nein, so schlimm ist es dann nicht, aber man braucht halt schon insgesamt 25 und ich bin mir nicht sicher, ob das Ding hier wirklich 25. Von diesen Schlangenflaumen erbietet, also die Instanz. Und der Tank ist sowieso derjenige, der als letztes sein Zeug bekommt. Ja, wisst ihr was? Man ist halt mit Tanken beschäftigt. Oh, das ist Lord Pythas. What? Der ist stunnable. Hab ich das gewusst? Die ist full Mana. Das ist gut. Also wenn es ein Erdenwurzel und kein Schlangenfarm da. Tch. 3 Sekunden ist dann auf dem Boss, ey. Na schön. Schulter sind auf jeden Fall schon mal sehr cool. Boah! Junge, Junge. Richtig OP. Also ich weiß, ganz früher war es mal so, dass nicht genügend Schlangenflaum, glaube ich, für 5 Leute da war. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher, ob man nicht mal mehr als nur 5 Schlangenflaum. Meine Güte, was ist das denn für ein Wort, um Gottes Willen? Also ich glaube, man brauchte früher mal mehr als 5 von diesen komischen Kräuterdingens. Ja, zum Beispiel. Sag das mal 5 mal schnell hintereinander, Schlangenflaum. Das heißt ja auch nicht Schlangenpflaum, sondern Pflaum. Nicht von Pflaume, sondern von Pflaumig. Das ist zu weit entfernt.
Was kommt denn da jetzt nochmal? Mit Kobran. Hier gibt es das schöne D4-Set. Man konnte sich früher mal auch als Allianzler eine ziemlich goldene Nase verdienen, indem man diese komischen meine Güte, wie heißt das denn nochmal? Die, die Handschuhe von diesem Set, die kann man nur herstellen. Mit, ja, mit, womit eigentlich? Mit einem Lederrezept, glaube ich. Das Lederrezept konnte man halt nur auf Hordenseite bekommen, weil Allianz ist hier halt nie hingegangen. Weil es damals halt noch diesen Group-Dingens gab. Hier, aber diese Truhe muss man eigentlich normalerweise sein. Ich hole sie mir jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe, irgendwie Stress von irgendjemandem zu bekommen. So, natürlich holt sich der Priester. Nein, das holt er sich nicht. Okay. So, aber um das immer aufs Rezept wieder zu sprechen zu kommen. Es gab also das Rezept, Horde hatte das meistens, aber Allianz wollte die Dinge halt auch haben, weil diese Handschuhe waren gerade auch, was das PvP-Twinking anging, ziemlich OP, auch für Rogues. Und diese Handschuhe gingen dann echt weg wie warme Semmeln. Man braucht dafür diese Defiat-Schuppen, die hat man nur bekommen, indem man diese Viecher hier, diese Defiat-Viecher, gekirschnert hat. Also man musste dann nachher gehen. Nee, das Rezept gab es für eine Quest, glaube ich. Aber das Rezept war nicht beim, war nicht seelengebunden, sondern man konnte es nachher verkaufen. Und dann konnte man es so machen, dass man das Rezept von Horde an Allianz geschickt hat, indem man das neutrale Auktionshaus benutzt hat. Ich glaube, so war es. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reich. Könnte in der Tat noch kritisch werden. Ich muss nicht. Ein bisschen viel gepult. Gut, dass ich da einen Massenstun reinbekommen habe. Diesen Massenstun nicht hinbekommen, wäre ich, glaube ich, am Anfang direkt im Burst Damage gestorben. Meine Güte, ich hoppe gerade vom Thema zu Thema. Also, diese Boots, die gingen echt, diese Gloves, die gingen echt gut weg. Also, es waren nicht Boots, sondern Gloves und Handschuhe. Die konnte man echt gut verscherbeln. Also ich hoffe ja immer noch eindringlich darauf, dass wir hier nachher ein Schild bekommen. Aber ich habe jetzt schon echt gut Loot bekommen. Die Tatsache, dass wir hier diese Schulterstücke bekommen haben, das ist schon ziemlich OP. Eben schlimmer Sache. Ich bin immer nach wie vor eine Blicke, die sehr nervig ist. Jetzt ist der Heal gesleept, das heißt, ich kann jetzt eine Zeit lang keine Heilung bekommen. Ich glaube übrigens, mit Schockwelle habe ich mir auf jeden Fall den richtigen Spell geholt. Übrigens, dass sich die Lord Kobran in so eine Kobra verwandelt, das konnte er früher auch nicht. Also. Mine müsste ja für alle lootbar sein. Das gibt ja einen Global Cooldown. Global Cooldown, sondern Global Loot-Möglichkeit. So, hier müsste irgendwo Crash sein, oder wie hieß er? Crash? 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 Wenn es den überhaupt noch gibt. Hier gab es mal so eine fette Schildkröte. Aber vielleicht gibt es sie nicht mehr. Denn diese Schildkröte hat definitiv mal einen Panzer gedroppt. Also ein Schild. Das ist zu weit entfernt.
hier, Crash. Da ist er. Komm zu Papa. Oh, komm, bitte drop das Schild. Das ist jetzt so ein Boss. Da ist das, ist dieses Loot-System, was wir jetzt haben, echt beschissen. Weil. Das ist jetzt mein individueller Loot, das heißt, die anderen können da sowieso gar nichts, glaube ich, drauf hinbekommen. Aber ich kann da mein Schild bekommen. Aber wie hoch ist die Chance, dass ich das Schild jetzt von dem Mistkerl hier bekomme? Das wäre das wichtigste Item, was wir aus HDW bekommen können. Und wir haben es nicht bekommen, for fuck's sake. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle kurz einen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft hier in HDW.